Hallo und herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2. Wir haben beim letzten Mal unsere Skoxy neu umgestaltet und ich finde sie so süß, ne? Klein Öhrchen, den Hörnchen, den Flügeln. Ach, was ich euch gar nicht gezeigt habe, das ist die Rückenflugkombo. Also wir laufen jetzt hier halt mit den Flügeln rum und haben die am Rücken. Und die habe ich da schon eingestellt. Wir gucken. Ja, und wenn wir fliegen, haben wir halt auch diese Flügel. Ja, das ist jetzt unsere kleine Skoxy. Süß, ne? Und heute möchte ich die Story weiterspielen. Ja, mal gucken, wo es jetzt weitergeht. Wir müssen da unten raus. Okay. Dann laufen wir mal einmal durch Löwenstein. Wo war die Brücke? Da. Dann gucken wir mal, was wir jetzt machen müssen bei der Story. Schützt Demi vor Kommandeur Lan und den Ministerialwachen, die sie verfolgen. Trefft Hybald und Demi auf der Sturmklippe. Dann gehen wir doch mal gucken. Kommen wir jetzt auch in ein neues Gebiet, was wir dann, wenn wir die Story durch haben, erkunden können, um Level 50 zu werden. Die einen umbringen kann. Sind wir bereit für den nächsten Angriff? Dup, 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 dup. Einmal durch Löwenstein durch. Wobei an den Fraktalen. Aber wir können hier raus. Ach, guten Tag. Denn da hinten ist der Ausgang ins neue Gebiet. Gucken, wo es uns jetzt hinführt. Und ab in die Blutstromküste. Auch wieder viel zu entdecken, wie man unten sieht. Und da sind wir im neuen Gebiet. Hallöchen. Und direkt erwartet uns das erste Herz, was Level 45 erfordert. Und auf der Karte sehen wir, da unten ist unser grüner Punkt, also gar nicht so weit. Können wir hier über den Weg, über die Brücke dahin laufen. Wir können ja unterwegs das Herzchen mal eben mitnehmen. Was müssen wir machen? Fangfrösche und Lindwurmfallen aufstellen. Hier haben wir noch ein paar Zwiebeln, die wir einsammeln können. Oh, ruiniert. Ja, wir haben nicht gut genuges Erntewerkzeug. Das ist natürlich so. Kriegen wir dich besiegt? Auch wenn wir so ein bisschen unterlevelt sind. Oh, nicht, wenn jetzt noch ein zweiter kommt. Das wird, ah, doch, das ist das. Ich brauche ein Gegengift. Ja, heul nicht rum, Mädchen. Heul nicht rum. So. Wunderbar funktioniert. Da ist der nächste. Hier gern. Ohne Köder ist die Falle nutzlos. Ach so, jetzt ist es belastend. Spuck du mal dein Gift. Okay. Dann brauchen wir wahrscheinlich hier Brösche. Zack, zack, zack. Irgendwo welche. Zack. Spuckt ihr mal mit eurem Gift. Ist völlig okay. Schattierp. Okay, wir könnten hier unsere Frösche mal entsaften. Haben wir eine Flasche mit Köder. Das können wir doch bestimmt in die Falle einsetzen. Lasst uns mal gucken. Ja. Das hat funktioniert. Sehr schön.
Wir haben noch eine. Da vorne ist noch eine Falle. Ohne Köder, aber ich hab doch, oder nicht? Nee. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas gebracht hat. Ich glaube nicht. Ja, das läuft doch gut. Auch wenn die ein paar Level über uns sind, haben die gar keine Chance. Und das Herzchen füllt sich so langsam. Ich wollte mit der Story weitermachen. Herzchen machen. Läuft ja wieder sehr gut. Oh, hallo. Nee, ich bin gar nicht da. Tschüssi. Nein, 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 nein. Na, kommt der Nächste. Oh Gott, warte, ich will noch bis zur Falle. Dann können wir uns gerne miteinander beschäftigen und kämpfen. Ich hab doch einen Köder. Ohne Köder ist die Falle nur so. Ich hab doch einen Köder in der Hand, oder nicht? Dann halt nicht. Keine Ahnung, was ich hier falsch mache. Gut, bringen wir weiter. Sumpflindwürmer um. Bringt aber auch nicht wirklich viel, ne? Frische sammeln näher. Einfach Frosch sammeln bringt gar nichts. Was bringt Frosch entsaften? Auch nichts. Ich will mich einfach ärgern, ne? Jetzt laufen wir nochmal zur Falle. Oder darf ich die halt nicht entsaften? Warte. Frosch, komm mal her. Kann ich den Frosch da direkt reinstecken? Ah, wir stecken den Frosch da rein. Ja gut, das muss einem auch mal jemand erklären. Mensch. Ja, ihr merkt, das ist früh am Oh Gott, jetzt haben wir uns aber hier was angetan. Hallo, schönen guten Tag. Nein, ich bin gar nicht da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Oh, gut klappt. Sehr schön. Haben wir irgendwo noch Frösche? Guten Tag. Damen und Frosch. Frosch. Tschüss, Herr Wurm. War auch noch ein Frosch. Ich hab's gesehen. Nein. Nein, ich bin gar nicht da. Sollten wir ja gleich das Herz fertig haben. So. Da können wir noch einen rein tun. Und da. Und dann sollten wir das Herz auch abgeschlossen haben. Nein, wir haben keinen Frosch mehr. Gut, dann bringen wir dich um. Dann sollten wir das Herz abgeschlossen haben. Ja, schön. Unser erstes Herz im neuen Gebiet, in der Blutstromküste. Gut, dann laufen wir jetzt aber direkt weiter. Hey da, hier drüben. Ja. Bitte? Kann ich dir helfen oder so? Nee? Okay. Gut, gut. Die Sturmklippeninsel. Da sollen wir ja hin. Und zwar haben wir hier vorne unseren grünen Punkt. Aber da vorne ist noch eine Wegmarke. Die möchte ich mir erst holen. Bevor wir hier in die Instanz laufen. Ah, ich weiß. Machen wir gleich. Einen Moment, bitte. So. Gib mir bitte die Wegmarke. Dankeschön. Haben wir die nämlich schon mal und können uns hier hin teleportieren. Und da funkelt unser Sternchen. Und rein da.
Mal gucken, wie die Story jetzt weitergeht. Klingt schon gut. Oh lala, da vorne wartet der Typ halt auf uns. Da vorne ist Demi. Lalala. Wir kommen mal ganz entspannt an. Ist ja keine Hektik, kein Stress hier. Ne? Hallo? Clinton folgt uns immer noch. Wollt ihr das tatsächlich tun, Demi? Absolut. Ich war mir im ganzen Leben noch nie so sicher. Ja, bin ich auch gespannt. Kommandeur Lenten gibt einfach nicht auf, was? Er wird mich suchen, bis ich tot bin. Der Orden der Gerüchte kann mich schützen. Aber nur, wenn man mich einsperrt wie einen Sträfling. Ich bin es leid, eine Marionette zu sein. So mag ich nicht leben. Ich werde nicht mehr weglaufen. Der Orden bietet euch eine neue Identität, Demi. Wir können euch ein neues Leben geben. Glaubt ihr wirklich, es gibt einen Ort in Tyria, den mein Vater nicht erreicht? Er hat seine Spione sogar in der schwarzen Zitadelle. Und was würde ein neues Leben schon nützen, während die Drachen Tyria zerstören? Ich kann doch nicht untätig zusehen, während die Welt in Flammen aufgeht. Was wollt ihr dann also tun, Demi? Ich könnte in die heilige Halle der Geheimnisse gehen und verschwinden. Oder der Orden schickt eine Hundertschaft Agenten aus, um Lenten und seine Leute zu töten. Nichts davon macht mich frei. Ich muss Lenten selbst entgegentreten. Ich muss meinem Vater zeigen, dass er mich nicht manipulieren kann. Ich denke, ihr habt recht, Demi. Es wird Zeit, dass ihr euch wehrt. Tybalt und ich helfen euch dabei. Ja, ein taffes Mädchen. Sie will den Typen, der sie verfolgt, selber umbringen. Sehr tapfer von ihr. Wir können jetzt mit den beiden reden. Okay. Danke für euer Verständnis. Ich weiß, unsere Partnerschaft ist noch sehr frisch. Aber bisher war es wirklich toll. Finde ich auch. Wir arbeiten gut zusammen, Tybalt. Ich hoffe, ich meine, wenn ihr wollt. Ach, vergesst es. Wieder mit euch arbeiten? Lieben gern. Ach ja? Wirklich? Prima. Oh, toll. Das ist großartig von euch. Gab es sonst noch etwas, das ihr wissen wolltet? Sicher, wie lautet unser Plan? Ein Angriff, den Lenten und seine Leute nicht vergessen werden. Ihr werdet schon sehen. Gut, ich habe noch eine Frage. Nur noch ein paar Vorbereitungen, dann sind wir startklar. Was braucht ihr? Wofür? All die Äpfelfässer. Sind sie Teil des Plans? Sie sehen echt aus, oder? Fabelhaft. Gut, gut. Reden wir noch mit Demi. Ich habe so viel zu tun. Ich habe meine Wahl getroffen. Ich trete dem Orden der Gerüchte bei. Ich kann nicht mehr still daneben sitzen. Ich habe viele schreckliche Dinge gesehen, Demi. Ich bin froh, dass ihr Stellung bezieht. Mein Vater hat mich mehr gelehrt, als er selbst wusste. Und ich werde all diese Lektionen in den Dienst des Ordens stellen. Meint ihr, wir können ihn besiegen und Königin Jenna und Kryter retten? Das hoffe ich. Die Königin ist eine gute Frau und wir Menschen sind ein starkes Volk. Wir müssen uns nur eine Herausforderung nach der anderen vornehmen. Wo wir gerade von Herausforderungen sprechen, seid ihr bereit, euch Lenten zu stellen? Oh ja, mit ihm fange ich an. Und wenn ich fertig bin, wird Kryter frei sein vom Einfluss meines Vaters. Ihr werdet schon sehen. Wird der Orden euch beistehen? Gut, hey, wir sind mal gespannt. Habt ihr kurz Zeit? Wer kämpft, braucht eine Waffe. Nehmt mein Gewehr. Schon mal geschossen? Ben wollte es mir mal zeigen. Hat fast das Ohr verloren. Na, das kriegen wir schon hin, Kleines. Schnell und brutal. Okay, da hinten kommen sie. Kommandeur Landon und seine bösen Buben. Ich bin bereit. Sehr gut, Habt der keine Ben. Angst. Wenn ihr zum Orden der Gerüchte steht, steht ihr Falle niemals allein da. Ergebt euch oder sterbt. Ihr dachtet, ihr könntet euch auf einer Insel verstecken? Ihr seid verhaftet, Fürstin Beetlestone. Sagt Vater, ich bin nicht mehr sein Töchterchen. Ich bin Freilenden. Von ihm und von euch. Fürstin Beetlestone, wenn ihr glaubt, ein paar Apfelfässer hielten mich auf, dann irrt ihr euch. Landon, ich muss euch doppelt enttäuschen. Erstens, Demi kommt nicht mit euch. Und zweitens, das sind keine Apfelfässer.
Diese Spione hatten schlechten Einfluss auf euch. Vor allem dieser miese Bringen wir den Lent um. Erzählt meinem Vater, dass ihr ein Versager seid. Kriegt ihr nie Einfach, ne? Ich kann euch beiden gar nicht genug danken. Ihr habt mir das Leben gerettet und mir ein Ziel gegeben. Ich bin keine Marionette mehr. Ich trete dem Orden der Gerüchte bei und werde eine echte Agentin. Bald werde ich tun, was ihr tut. Helfen, die Welt zu retten. Eines Tages werdet ihr eine große Agentin, Demi. Im Moment kann euer Wissen einer Menge Leuten das Leben retten, wenn ihr es dem Orden mitteilt. Geht in die Höhle. Ihr werdet drinnen bereits erwartet. Vielleicht treffen wir uns eines Tages wieder. Tybalt, ich glaube, ich schulde euch noch einen Apfelwein. Das tut ihr. Wohl wahr. Aber wir haben einen letzten Punkt auf der Agenda. Die Präzeptoren wünschen euch zu sehen. Die Präzeptoren? Wer sind sie? Die drei Präzeptoren stehen dem Orden vor, im Auftrag des Meisters der Gerüchte. Seine Identität bleibt geheim, zu unser aller Schutz. Wenn sie euch sehen wollen, muss es wichtig sein. Aber keine Sorge, ich bin an eurer Seite. Alles klar. Gehen wir doch mal gucken. Also, wir können die Story beenden, ne? Der Storyabschnitt war fertig. Und, ja, Tybalts kleine Apfelfässer. Haha, waren explosive Feuerfässer. Tybalt ist nämlich, glaube ich, sieht man das? Nee, aber ich würde vermuten, dass er, ja, wie hießen sie jetzt noch? Oh, er macht das Feuer wieder auf. Das ist ja süß. Dass er, wie heißen denn hier? Ingenieur ist da, ne? Er hat ja auch einen Flammenwerfer benutzt und so. Das, was wir eigentlich als zweite Klasse auch genommen hätten, wenn wir nicht Dieb gespielt hätten. Gut, dann gehen wir mal wieder in die Blutstrompiste. Und mal gucken, was wir jetzt storytechnisch machen müssen. Auf jeden Fall in die Höhle. Wo auch Demi eben reingegangen ist. Denn hier in der Höhle sagt mir, ist der Geheimstützpunkt. Und zeigt mir, wer ihr seid. Guten Tag. Ich bin wie ein Schatten. Ja, ich auch. Dann zeig mal, was du kannst. Nicht alles Licht strahlt nach außen. Boah, Asuradieb gegen Asuradieb. Ist immer das Fehlen von Licht. Oh Gott, die ist 48. Das, ja, das kann ich auch. Guck mal. Ein ebenbürtiger Kampf hier. Wuhu! Das ist doch schön, ne? Kann auch das hier, junge Frau. Und ich bin gleich tot. Es ist nicht so gut, das ist nicht so gut, 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 nicht so gut. Ich sehe nichts mehr. Ich glaube nicht, dass wir diesen Kampf überleben werden. Dafür sind wir einfach noch zu unterlevelt. Wie hat sich das angefühlt? Aua. Ja. Hat weh. Ich brauche Hilfe. Hilfe. Unterstützung. Kriegen wir die nicht down. Gut. Gut, dass wir hier die Wegmarke direkt neben haben. Ups, unser erster Tod. Passiert. Kommt mal her. Sagt mir, was ihr gesehen habt. Und zeigt mir, wer ihr seid. Nee, du. Machen wir später, ja? Ich habe einen Auftrag. Könnt später nochmal spielen. Danke. Tschüss. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Okay. Dann, hallo, ich wollte nicht unter Wasser. Betreten wir mal die Instanz. Das Operationsbasislager der Inquestur. Ach, der Inquestur, der, ich grüße euch. Die der Orden der Gerüchte. Wenn ja. ihr wollt, geht schon in die Vorkammer. Euer Freund Tybalt wartet dort auf euch. Alles klar. Eine schöne Höhle. Wir haben einen Brief gekriegt. Von Soja. Guten Tag, Denkerin. Es ist offensichtlich, dass ihr in eurem Orden schnell vorankommt.
So soll es sein. Schließlich gehört ihr bereits in eurem Kolleg zu den besten Schülern. Mir ist ein interessantes Gerücht zu Ohren gekommen. Anscheinend sind Teile von Snuffs Technologie in Kryta verkauft worden. Und zwar an ein lächerliches Menschlein mit dem Namen Usulan. Die Teile sollen anlässlich eines Festes auf dem Anwesen des Legaten und Minister Kadekos im Beetlejuice den Leuten präsentiert werden. Ich habe vor, das zu vereiteln. Natürlich bedeutet das, dass ich mich wahrscheinlich mit dem Namen Narren Logan überwerfen werde, der ja zu seiner Königin zurückgefunden hat. Aber wen interessiert das? Gridlock und er sind irgendwo in Ascalon und suchen das Gespenst von irgendeinem Schwert von irgendeinem toten König. Viel Spaß beim Zeitverschwenden, sage ich. Aber wie dem auch sei, ich werde sehen, was ich in Kryta herausfinden kann und mich wieder melden. Ihr könnt mich auch gerne dort treffen, wenn euch der Kopf nach etwas Aufregendem steht. Okay, das ist Story, ja, Hintergrundgeschichte, so ein bisschen storymäßig von dem Kaudikus Anwesen. Da ist Sojagarde und er sucht nach dem Geisterschwert in dem Verlies Ascalon. Müssen wir uns auch mal angucken, die Verliese. Können wir eigentlich storymäßig vielleicht machen, wenn wir hier die 40er durch haben, dass wir mal gucken, was er macht und was Soja macht. Aber dann müssten wir Gruppen mit random Leuten suchen, dass wir zur 5 dann durch dieses Dungeon laufen. Weil alleine habe ich Steuer jetzt nicht so. Wenn überhaupt jemand die Story-Instanzen macht. Ja, auch noch dazu. So. Gut, Dach. Ich habe es endlich mal geschafft. Ich wurde aufgehalten. Bin da. Willkommen in der heiligen Halle der Geheimnisse. Mein Name ist Halvora. Dawn, Valens und ich sind die Präzeptoren. Wir führen den Orden der Gerüchte. Riel arbeitet mit uns zusammen. Und auch Lichtbringer Tybald kennt ihr ja bereits. Er ist voll des Lobes für euch. Unsere Operation war ein Erfolg, Präzeptor. Demi ist in Sicherheit. Und bald werden wir genug Informationen über Kaudekos haben, um ihn endgültig festzusetzen. Ihr habt euch beide außergewöhnlich gut geschlagen. Tybald, wir haben beschlossen, euch im Felddienst zu belassen. Wirklich? Meint ihr das ernst? Ich habe weiter Felddienst? Ich habe weiter Felddienst! Ja! Süß, wie er sich freut. Was euch betrifft, wir ernennen euch hiermit zur Agentin und stellen euch Tybald als permanenten Partner zur Seite. Glückwunsch. Yay! Und damit kommen wir auch schon zu eurem nächsten Auftrag. Riel, setzt die Agentin kurz ins Bild. Einige der niederen Völker haben um Hilfe gebeten. Ja, ich zeige an. Euch die Dossiers und ihr könnt wählen, was ihr näher untersuchen wollt. Ein bisschen nackelig, junge Frau, ne? So, hier sehen wir einmal eine Weltkugel. Sehr interessant. Wunderschön. Die Frage, wo wir lokalisiert sind, das ist, ja, eine gute Frage, ne? Versuche halt was zu erkennen. Landmassenmäßig. Also ich glaube, das Dunkle ist Wasser. Und das Helle dürfte Landmasse sein. Aber irgendwie sieht da nicht jetzt groß danach aus, wie der Ort, an dem wir uns befinden. Ja, ich weiß, ich soll mit Riel reden, machen wir sofort. Guck mir nur halt auch gerne so die ganzen Kleinigkeiten an, ne? So, Riel. Erzählt mal.
Welche der Stammeskulturen Praetors wollt ihr untersuchen, Agentin? Wir dürfen uns aussuchen, mit wem wir uns beschäftigen. Ich wollte schon immer mit den Quaggern schwimmen. Die Hylex sind ein rätselhaftes Volk. Wissen wir viel über sie? Ich könnte viel lernen, wenn ich mich mit der Psychologie der Grawle beschäftigen würde. Okay, wir dürfen uns jetzt aussuchen, ob wir Quaggern helfen, ob wir Hylex helfen oder ob wir Grawlen helfen. Können wir da noch mehr Infos rauskriegen? Die Quaggern sind amphibische Lebewesen. Man sagt, sie lebten einst in den Tiefen des Meeres, aber etwas trieb sie an Land. Da vermute ich ja dieser mysteriöse Unterwasserdrache. Die Hylex. Sie beten die Sonne an, sie mischen Tränke und das war's auch schon. Wir können definitiv von größerem Wissen profitieren. Oder die Grawle. Grawle sind äußerst primitiv und ebenso wild. Man muss sehr mutig sein, zu erwägen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Was nehmen wir? Ich liebe ja Quaggern, ne? Die sind so süß, die Quaggern. Aber nehmen wir Quaggern. Weiß gar nicht mehr, was habe ich denn damals genommen? Ich glaube, ich habe die Quaggern genommen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Komm, wir beschäftigen uns mal mit den Fröschen. Wir untersuchen mal die Heide. Real Kielwasser. Yay. Okay, jeden Tag ein Apfel abgeschlossen. Wir bekommen Geisterscherben, neue Schuhe. Die sind aber die sind besser. Und 5 Beutetaschen. Dankeschön. Vielen Dank. Und wir haben ein Level abbekommen. Okay. Von ist Demi. Die wird jetzt auch eine Agentin. Sehr schön, sehr schön. Gut. Level 43. Oh, wir bekommen Erntewerkzeug. Können uns eins aussuchen. Da würde ich sagen, nehmen wir die Sichel. Level 45 kriegen wir unseren zweiten Spezialisierungsplatz. Das ist ja schon fast. Und 12 Heldenpunkte. Dann die persönliche Geschichte geht ab Level 50 weiter. Und exotische Ausrüstung bekommen wir mit Level 63. Gut, dann können wir die Instanz jetzt verlassen. Zurück in die Blutstromküste. Und haben unseren Story-Abschnitt damit auch erledigt. Wir haben kein grünes Sternchen mehr. Wir müssen jetzt Level 50 werden, um die nächste Story zu spielen. Ja, und ich würde sagen, wir sind auch am Ende der Folge angekommen. Wir haben Demi befreit. Demi ist offiziell jetzt ein Mitglied unseres Ordens. Wir auch. Wir dürfen weiter mit Tybalt agieren und sehen uns dann ja mit Tybalt später irgendwann bei den Hylex wieder. Wir müssen nämlich jetzt erstmal Level 50 mal werden. Kriegen wir aber hin. Sollte kein Problem sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin. Bisous.